Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kurzen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video gibt es einen wichtigen Hinweis für alle, die sich für den Angel Chooser interessieren, den Rolls-Royce oder den Entsaftern. Das ist ein Entsafter komplett aus Edelstahl. In Kürze wird der Hersteller den Preis für den Angel Chooser um 10% erhöhen. Und bis morgen, bis zum 18.01. um 16 Uhr, gibt es bei Slow Juice noch 9 bzw. 10% Rabatt auf die verschiedenen Angel Chooser Modelle. Wenn ihr euch für den Angel Chooser interessiert, dann findet ihr den Link für den Angel Chooser, für diesen Entsafter unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Meine Erfahrungen mit dem Angel Chooser. Ich presse schon seit Jahren mit großer Zufriedenheit meine vor allem grünen Säfte mit dem Angel Chooser. Bevorzugt Monosäfte, zum Beispiel aus Stangsellerie, Gurke, Endivie, auch im Sommer aus Wiesengras, Brennnessel, Vogelmiere, Löwenzahn, Girsch. Ich presse mir zum Beispiel auch gern im Winter einen Saft aus Granatäpfel. Hin und wieder auch mal aus Grapefruit und Ingwer oder gerade auch ein toller regionaler Saft im Winter, Grünkohl, Apfel. Diese Säfte lassen sich alle wunderbar mit dem Angel Chooser pressen. Hin und wieder auch einen Saft aus Wurzelgemüse, Rote Beete, Möhre und dann vielleicht mit Spinat oder Grünkohl oder Rote Beete, Grünkohl, Apfel. Das ist auch ein toller regionaler Saft und das lässt sich alles wunderbar mit dem Angel Chooser pressen. Hin und wieder gibt es für mich auch einen Kurkuma-Ingwer-Shot. Da werden noch zusätzlich Orangen und Zitronen gepresst. Das funktioniert auch alles super mit dem Angel Chooser. Ich hatte ja vor dem Angel Chooser zwei andere Entsafter, die vor allem aus Plastik bestanden. Damit war ich bis auf einige Ausnahmen auch zufrieden, aber ich konnte mit diesen Entsaftern leider keine Mono-Wildkräutersäfte entsaften. Also es ging nicht nur Brennnessel zu entsaften, nur Girsch oder nur Wiesengras. Da sind diese Entsafter an ihre Grenzen geraten und sind zum Teil gesprungen. Und dem Angel Chooser, der ist komplett aus Edelstahl, kann das einfach nicht passieren. Also wenn ihr gern grüne Säfte presst, vor allem auch aus Wildpflanzen, dann ist der Angel Chooser sehr gut geeignet. Welche Gründe sprechen für den Angel Chooser? Der Angel Chooser entsaftet sehr effizient. Also man hat in der Regel immer eine hohe Saftausbeute, auch wenn ich das mit meinen beiden anderen Entsaftern vergleiche, die ich vorher hatte, ist für mich der Angel Chooser die Nummer 1. Ich habe auch noch drei andere Modelle getestet bei Freunden bzw. bei meiner Familie, aber der Angel Chooser ist da für mich auf alle Fälle die Nummer 1. Dann ist der Angel Chooser auch sehr robust, also egal was ihr damit entsaftet, der kann einfach nicht kaputt gehen. Dann lässt er sich schnell auf- und abbauen und das ist ja vor allem dann wichtig, wenn man regelmäßig frische Säfte pressen möchte. Und der vierte Grund, er lässt sich auch schnell reinigen, vor allem wenn man grüne Säfte presst. Wenn man zum Beispiel Möhre, Rote Beete presst, dann kann das sein, dass man das Sieb mal ein bisschen intensiver sauber machen muss. Aber bei allen grünen Säften oder auch gerade bei Wildpflanzen braucht man es fast einfach nur so ein bisschen abzuspülen und schon ist der Angel Chooser wieder sauber. Neben dem Angel Chooser habe ich verschiedene Geräte in meiner Küche stehen. Und wenn ich mich für eines dieser Geräte entscheiden müsste, wäre es immer der Angel Chooser. Ich liebe es einfach, frisch gepresste Säfte zu mir zu nehmen, noch meine Saftfastenkur zu machen oder einfach Säfte als flüssige Mahlzeit zu mir zu nehmen. Der Vorteil in Säften ist ja auch, gerade wenn wir Wildkräutersäfte trinken, dass der Körper ganz schnell auf die Nährstoffe und die aktiven Enzyme auch bei Sprossen zugreifen kann. Wenn jetzt der ein oder andere von euch denkt, na dieser Entsafter ist ja schön und gut, aber dann hochwertiges biologisches Gemüse oder Früchte zu kaufen und zu entsaften, das wird ja auch ganz teuer. Da kann ich euch sagen, es gibt auch eine sehr günstige Variante. Zum Beispiel könnt ihr von Frühjahr bis Herbst Kräuter, Wildkräuter sammeln oder Wiesengras lässt sich sehr gut entsaften. Ich entsafte zum Beispiel auch gerne von Frühjahr bis Herbst Brennnessel, also so ein Mono-Shot oder Vogelmiere, Löwenzahn, auch Spitzwegerich, Girsch könnt ihr alles entsaften und dann so einen kleinen Shot trinken. Das ist ein sehr konzentrierter Saft und damit unterstützt ihr sehr gut eure Gesundheit. Da sind viele Mineralstoffe drin, aktive Enzyme, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und Chlorophyll. Und die Wildpflanzen gibt es draußen kostenlos. Das kostet euch nichts. Dann könnt ihr euch selber Sprossen ziehen. Man kann zum Beispiel gut Alfalfa entsaften, Rotklee oder Brokkoli oder auch Boxhornklee-Sprossen. Die kann man ein bisschen so 4, 5, 6 Tage wachsen lassen. Dann werden sie grün. Da sind sie auch ein bisschen bitter, aber das ist auch ein sehr potenter Saft. Zum Beispiel wird im Hippokrates Gesundheitsinstitut den Klienten, Patienten auch frisch gepresster Saft aus Boxhornklee-Sprossen verabreicht, um die Gesundung zu unterstützen.
Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch Grünkraut aus Erbse und Sonnenblumenkernen ziehen. Und die sind auch sehr saftig, also sehr ertragreich. Ihr könnt euch aus Kamut, aus Einkorn, aus Emmer auch selber Gräser ziehen und euch kleine Shots pressen, die eure Gesundheit auf geniale Weise unterstützen. Die Wildpflanzen findet ihr draußen kostenlos in der Natur. Ihr könnt euch praktisch kostenlos wilde grüne Säfte, kleine Shots pressen und eure Gesundheit auf geniale Weise unterstützen. Für die Sprossen- und Mikrogrünzucht benötigt ihr ein bisschen Equipment, auch für die Gräserzucht, Anzuchtschalen, Erde und hochwertiges Saatgut. Aber diese Investition lohnt sich auf alle Fälle für eure Gesundheit. Wenn ihr euch für diesen Entsafter interessiert, für den Angel Juicer, ihr findet den Link unter dem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auch über eure Kommentare unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen und ich ende jetzt mit einer Aussage, die ich zum Ende des Jahres bei Flo von Die Zuversicht gehört habe. Lasst uns stets das Gute oben halten. Bis ganz bald, ihr Lieben.